Drei Siege haben die Iserlohn Roosters zuletzt eingefahren. In allen dreien hat Eugen Alanov gepunktet. Iserlohn mit dem Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings mit Pierre Beaulieu hinter der Bande und nur mit ihm, weil Greg Post, der Head Coach, mit einer Grippe fehlte. Auch Schwenningen zuletzt mit einem Sieg 4:1 bei den Kölner Haien. Die Wild Wings Mitte des ersten Drittels in Überzahl erarbeiten sich die Scheibe. John Ramage mit dem Schuss. Florian Elias mit dem Rebound und dem Nachschuss 1:0 für die Wild Wings. In der 12. Minute drittes Saisontor für Elias, der vors Tor zieht. Hannibal Weizmann die Sicht nimmt und dann den Rebound verwertet. Kampf um Platz 10 zwischen diesen beiden Mannschaften. Und ja, da lief es für die Wild Wings im ersten Drittel besser. Lajone mit dem Schuss von der Mittellinie. Der Abpraller landet auf dem Schläger von Tyson Spink. 2:0. Schon das 12. Saisontor für Spink, der richtig gut in Form ist. Aber das darf so nie fallen. Der Schuss von der Mittellinie. Abpraller von Weizmann. Ryan O'Connor kann die Scheibe nicht kontrollieren. Also da passte gar nichts bei den Roosters, die überhaupt nicht reinkamen in die Partie, und die Schwenninger Wild Wings nutzten das sehr effizient aus. Erst in der Schlussphase des ersten Drittels hier Bailey mit diesem harten Schuss etwas zu ungenau in Überzahl, knapp neben das Tor. Ansonsten die Mannschaft von Harry Kreis, die Schwenninger Wild Wings am Drücker. Zweites Drittel, Iserlohn mit Bailey, der die Scheibe aber verliert, und der Konter der Wild Wings über Hungerecker, über Tyson Spink und Tyler Spink an den Pfosten. Das ist das Spiel der Schwenninger Wild Wings. Hinten stabil stehen, dann schnell umschalten. Beinahe belohnt mit dem dritten Treffer. Der fiel hier nicht, aber die Wild Wings dann in der 31. Minute Scheibe tief gespielt. Kommt wieder zurück auf Ville Lajunen. Der finnische Verteidiger schießt einfach und das Ding schlägt ein zum 3:0 für Schwenningen. Saisontor Nummer 3 für Lajunen. Das war sehr, sehr einfach. Scheibe mitgenommen. Wieder Verkehr vor Weizmann. Der Schuss aber wohl dann doch glatt durch. Von Iserlohn bis dahin auch im zweiten Drittel eher wenig zu sehen. Aber die Roosters konterten dann über Brent Radicke. Da nimmt das Tempo mit aus der neutralen Zone. Und Brent Radicke mit dem Tor. Erster Saisontreffer für Radicke. Mit der Rückhand schafft er es tatsächlich da, die Scheibe an Joachim Eriksson vorbei zu mogeln aus ganz spitzem Winkel. Eine kleine Lücke ließ Eriksson und die findet Radicke an den Rücken von Eriksson und von dort über die Linie. Und die Roosters jetzt mit der besten Phase im Spiel. Senna Akolazi hat das Auge für Emile Poirier. Toller Pass, Poirier mit dem 2:3. Nur 53 Sekunden lagen zwischen den beiden Toren. Alanov findet die Lücke. Poirier erst auf den Schoner von Eriksson. Dann nimmt er die Scheibe mit dem Schlittschuh mit und verwertet den Rebound. Verkürzt auf 2:3. Und noch eine Aktion im zweiten Drittel für die Roosters, die da nochmal richtig auftreten. Hier die Chance aus dem Slot für Casey Bailey, aber Eriksson verhindert den Gegentreffer. Links Christoph Kreuzer, rechts Stefan Wagner, der neue Geschäftsführer. Christoph Kreuzer ja noch bis zum Ende der Saison Sportdirektor. Es gibt Diskussionen, ob vielleicht Terrell Kreis zum DEB-Wechsel als Bundestrainer. Also abseits des Eises viel los bei den Schwenninger Wild Wings. Und auf dem Eis Mix Indraschis mit dem 4:2, vorbereitet von Alexander Karatschun. Indraschis, lange ja kein Tor für ihn. Dann das Michigan-Goal gegen die Eisbären Berlin. Zuletzt gegen Köln traf er und auch jetzt wieder. Toller Schuss ins Kreuzeck. Und hinten raus spielten das die Wild Wings dann wirklich gut mit der Führung im Rücken. Hier nochmal Überzahl. Der Pass von DeFazio auf Uvira. Und der mit dem Schlusspunkt, dem 5:2. Wieder ein Powerplay-Tor. Heimsieg für die Schwenninger Wild Wings, die Serie der Iserlohn Roosters, die drei Siege, die ist zu Ende. Und Sebastian Uvira sagt, es macht richtig Spaß zurzeit bei den Wild Wings. Ich meine, man sieht einfach die Mannschaftsleistung, wie wir zusammenhalten. Wir hatten am Anfang der Saison immer eine schwierige Phase, aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, um jetzt wirklich mehr als 3 Tore pro Spiel zu schießen. Und es macht gerade unheimlich Spaß für alle, glaube ich.
für uns, das war, wir haben gut rein ins Spiel gekommen. Es war ein bisschen Feel-Out-Period in den ersten 10 Minuten. Überzahl, Unterzahl. Das ist der Unterschied heute. Natürlich, wir haben kleine Fehler gemacht. Natürlich ist es Eishockey, aber grundsätzlich, das ist Überzahl, Unterzahl, Unterschied heute. Zwei Powerplay-Tore für Harry Kreis und die Schwenninger Wild Wings. Das ein Unterschied auch im 5 gegen 5. Die Wild Wings konsequent gewinnen mit 5:2. Und so wird es im Kampf um Platz 10 nochmal ein bisschen spannender. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.